Video heißt, sind Streamer dumm? Prinzipiell würde ich sagen. Ja. Und ist in dem Video gleich ich zu sehen. Warum? Warum? Warum heißt das Video, Hugo, sind Streamer dumm? Und warum bin ich der Erste, der zu sehen ist im sind Streamer dumm? Wieso bin ich der Erste im sind Streamer dumm und die Erste ist meine Fresse? Waffenkulo. Komme ich wirklich so dumm rüber? Sag mal ganz ehrlich, Chat. Ich bin auch kein Streamer. Ich habe noch nie gesagt, dass ich Streamer bin. Ich benutze das nur. Ihr wisst, was ich bin. Ich bin kein Streamer. Du bist was bin ich? Entertainer. Ich bin Beamer. Ich beame euch mit meiner Lautstärke in andere Sphären. Das Video wird hart. Nimm deine Frau mal in den Arm. Wir werden dieses Video jetzt auch mal ein bisschen leiser kommentieren. Okay. Bin mal gespannt, wie lange es durchhaltet. Bis ihr guckt, welcher andere Streamer noch in dieser Kategorie unterwegs ist, weil ihr denkt, nee, warum gebe ich mir das hier überhaupt? Ja. Wir machen einfach mal ein bisschen leiser. Ey, Schatz. Ich weiß aber, einige haben jetzt richtig schön laut gemacht, weil sie hören wollten. Ein kleiner Spaß. Oh. Ein kleiner Spaß. Ich bin Knossi. Mein Sofa gehört mit dir. Geil. Geil. Oh nein. Keine Frage. Oh nein, es tut immer so laut. Schon wieder, du. So ein Süßer. Ey, was läuft? Claudia, warum du so, Claudia? Claudia hat aber auch schon 1,4 Promille drin gehabt. Oh, ja. Oh, Verständnis dafür haben. Die hat aber auch wirklich gerochen, wie wenn die Chantreeflasche dir, wenn du sie aufs Band schmeißen willst, aber kurz vorher noch runterfällt auf die Fliesen bei Lidl. Und du, Scheiße, den Geruch kriegst du 3 Tage nicht mehr weg vorne im Kassenbereich. Kennst du das? Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Knossi auf Mallorca mit Freundin und Adam. Hallo, Mallorca. Wird ein ruhiger Stream. Sag's euch, wie es ist. I doubt it. Sauf dem. Ich sag ganz ehrlich, ihr denkt, wir planen viel vorher bei so einem Stream. Ah, was? Überhaupt nicht. Wie ist es? Sag Adam, wo sollen wir starten? Der Countdown läuft nicht. So, komm einfach in mein Hotelzimmer. Ich starte. Ich rauch noch eine. Dann 30 Sekunden vor. Soll ich anmoderieren, sagt sie. Du moderierst an. Herzlich willkommen aus Mallorca. Keiner weiß, was passiert. Und dann gehen wir los. Und dann seid ihr einfach dabei von A bis zum Ende. Deswegen liebe ich auch diese IRL-Streams. Und die Leute da draußen, glaube ich auch. Weil das alles so spontan ist. Und ich liebe Hugo. Mich. Ich bin immer so lieb zu dir. Aber ich wusste doch nicht, ich war doch jetzt im Kopf ganz woanders. Ich habe doch jetzt in dem Moment nicht an dich gedacht, sondern ich war ja jetzt... Okay. Ich wollte gerade sagen, wie Hugo mir die Button geschickt hat und Bubi auch einfach einen 100.000 YouTube-Button hat und so, weißt du? Ja, das war echt ziemlich. Oh, schön. Das gibt wieder einen sensationellen Clip. I doubt it. Was steht oben? Sauf, Cap. Baby weint wegen Krach. Gehörtes Kind. Okay, unangenehm. Krone auf dem Kopf. Asche nicht auf meinen Kopf oder so. Auf seinen Kopf geascht. Asche nicht auf meinen Kopf, schreit du. Leg dich ab. Oh, die Frau. Mann, kann doch mal, ist doch Sommer. Wenn es regnet, dann wird es festgeben. Ist doch Sommer, flieg doch weg. Asche dich auf meinen Kopf, der unten. Das waren die wirklich, die standen wirklich unten. Mensch, dann zieh den Kopf, dann das geh doch mit deinem Kopf woanders hin. Ey, Schatz, aber du traust dich auch richtig. Das war doch keine Absicht. Da würde ich hochkommen, wenn du noch sagen würdest, richtig dich ab, wenn da ein Stück Asche auf mich drauf Es ist doch Mallorca, ist doch der beste Urlaub für alle, die da sind. Mallorca ist der beste Urlaub. Reg dich ab, sagt der. Mallorca ist nur einmal im Jahr, reg dich doch erst mal. Ja, was ist, wenn auf dich jemand Asche und sagt, reg dich ab, oder dann gehst du schneller oben. Ich weiß das gar nicht mehr, guck. Kopf geascht, Asche nicht auf meinen Kopf, schreit du. Reg dich ab. Frau durch. Oh Junge, das ist doch der beste Urlaub. Sagt man ganz ehrlich, man kann doch niemandem böse sein. Na und? Urlaub. Weißt du, was ich meine? Wirklich, dann, keine Ahnung, weißt du, dann passiert halt mal auf der Straße irgendwas. Du läufst in Hundescheiße. Na und? Ist doch scheißegal. Dann gehst du, weißt du, denn den Schuh einfach am nächstbesten mit 2 Promille wischst du den wieder ab und geht weiter, läufst du weiter. Was ist eigentlich mit Adams Nase? Adam, was ist... Die ist ja so nicht in echt. Erinnert mich an irgendeine Figur. Pinocchio? An
irgendeine Figur. Nee. Pass auf, warum lachst du über seinen Namen? Nein, das ist doch scheiße, ist nicht seine echte Nase. Mr. Bean, Alter. Das ist ja nicht so, ich weiß nicht, wie seine Nase ist. Das ist ja nicht die echte Nase. Gargamel von Schlümpfen. Ich fress alle Schlümpfe. Sie hat vorgestern Durchfall. Wir müssen zur Apotheke. Patienten mit dem Reizdarmsyndrom leiden unter schweren Verstopfung oder Durchfall. Auf dem Gang zwei Frauen. Oh, Freundin dabei. Die Frauen, Tür auf. Komm doch noch ein bisschen zu uns. Und, was habe ich gemacht? Sie löscht wirklich, dass ich jetzt wieder anfange? An allen Mädels, die hier zugucken. Wir stehen im Gang, das muss ich vorstellen. Die zwei Mädels, okay, sollen sie sagen. Dann sagt er, sorry, ich kann leider nicht. Was für sorry, du kannst nee. Leider nicht. Was heißt sorry, nein, du kannst nicht? Ich, Adam, wie ich merke, dass sie, kennst du das? Wenn irgendjemand dann den anderen bearbeiten will, dass er seine Meinung kriegt und ich ihn gleich so berühre und sage, Alter, wenn du weißt genau, wenn du hier berührst, wenn du einmal berührst, weiß der andere genau, er hat recht. Hast du gemacht? Ja. Hab ich gar natürlich, nicht. Natürlich, den Move packe ich immer aus. Was für sorry, du kannst leider nicht. Was heißt sorry, nein, du kannst ich guck sogar hin. Ja, ich guck sogar, ich weiß genau, jetzt ist Berührung wichtig, dass du ihn hast, dass du ihn für dich hast. Du musst ihn für dich haben. Hey, Paula, so, ich hab's nett gemeint. Wir kämpfen gerade um Adams Aufmerksamkeit, ne? Sagt ehrlich, Chat. Ich kämpfe um Adams Aufmerksamkeit, sie auch, so und so. Ich sag, ey, Adam, wer hat recht? Ich. Ah, was? Ich. Oh nein. Hast du mal geguckt, wie du hinterher geguckt hast? Mach doch mal. Ganz lieb dunkel. Weil du immer sagst, ich rede Bullshit. Ich hab doch... Ich Mann, Bullshit. Nee, da läuft, du siehst, da bewegt sich was, kann eine Katze sein. Du siehst doch nur von rechts, da läuft was, kann auf der Mauer eine Katze, ich guck so rüber und guck sofort wieder weg. Nein, aber du musst mal, ach musst komm, ich guck doch da nicht hin. Endlich mal ist ein Beweis da, deine Augen, du musst mal deine Augen sehen. Überhaupt nicht, doch. Ich hab doch die Sonnenbrille extra an. Du kannst dich nicht immer rausreden. Ey, die erzählt Quatsch. Man sieht es, guck, hast du gesehen? Weil du immer sagst, Okay, jetzt will ich von... Auch mal zugeben, nein, einfach. Chat, jetzt will ich... Gib's doch zu. Jetzt will ich von euch wissen, wer, wenn er so guckt, sieht, was im 90 Grad... Du kennst nein, so ein Geometriedreieck ja so aus der Schule. Die Augen gehen... Wie kannst du die über Augen diese Linie rechts gucken? Du siehst nur ein dunkler Fleck. Und vielleicht ist es in diesem Moment diese eine schwebende Frau, auf die ich... Habe ich dir auch mal erzählt, dass ich davon echt träume, dass ich mal ein UFO sehe oder eine schwebende Frau oder sowas. Dass man guckt... Wenn du den Moment verpasst, was ist dann? Schatz, mich würde es ja nicht stören, wenn du es einfach einmal zugibst. Ich will nur, dass du es zugibst, weil du gibst es nicht zu. Es ist mathematisch unmöglich. Aber wenn du guckst, ne? Unten am Boden, ne? Ob da wieder irgendwie, weiß ich nicht. Am Boden? Verstehe ich nicht. Weiß ich jetzt auch nicht. Du guckst auch. Sag ich, wenn du das mal zugibst, wenn du mal sagst nein. Stop. Ey, die erzählt... Quatsch. Na, oha! Also, oha! Wie das geschnitten so ein, wurde. So ein Wichser, ehrlich. Hey! Nee, pass auf, so. Hallo? Ich bin's. Ich guck schon. Aber ich musste wieder abschalten, weil du brauchst echt so lang zum Reagieren. Aber schön, du nimmst dir richtig Zeit. Frau hat Fragen. Ich hab keine Fragen, ich find's lustig. Dummes Schwein. deine Mutter fand's auch lustig, du. Wie, meine Mutter fand's lustig? Woher, wann hast du mit deiner Mutter zu tun? Nein, damals. Deine Mutter fand's lustig, deine Freundin find's lustig. Ich glaube, du bist das Problem. Ich find alle lustig. Das einzige Problem bist du. Okay. Was wo seid ihr gerade? Was schneidest du denn dann? Stopp, du siehst doch gar nicht durch meine Sonnenbrille durch, wo ich da hinguck. Doch. Doch. Ja, ich sehe. Das haben wir genau gesehen. Ich hab rangezoomt. Sehr gut. Danke für den Beweis. Er hat's mir nie geglaubt. Selbst jetzt, selbst jetzt am Telefon. Und? Machst du das? Du Schwein, die Frau sitzt hier. Sag was Nettes. Sag es nicht. So ein Idiot. Wunderbar. Viel Spaß noch euch zurück. Wie gut er sagt, hab extra rangezoomt. Ja, aber hier, aber sag mal ganz ehrlich, in dem Beispiel, Chat, sag ganz ehrlich, in dem Beispiel hier, sag mal ganz ehrlich, ist wirklich einfach erfunden und eine Schande. Ich dreh mich um, die macht so, aber die tippt doch mich an! Hey, ich hab doch nicht deswegen so geguckt, Schatz. Ich hatte mies so eine Schande, ehrlich. Ich hatte so Bauchschmerzen, ne? Ich hab doch nicht deswegen geguckt. Nico, ich bin hier mit deiner Mutter zugange. Wir haben mega Spaß. Liebe Grüße. Knossi. Willst du hier aufs Klo? Geh aufs Klo, wenn du groß kacken willst. Geh schnell. Schatzi, wie soll ich mit dir reden? Schatz, irgendwo so vom Gefühl her, Bubi, Freundin, Bubi, Freundin, Bubi, Bubi, Freundin. Irgendwo ist es auch das Gleiche. Nee, es war echt so.
unangenehm, Mensch, da saßen fremde Leute und dann sprichst du die doch an. Ja, die muss kacke, die soll ich jetzt Schauspieler sein? Ja. So reden wir immer daheim. Ja, aber du musst doch nicht vor fremden Leuten sagen, dass... Nein, weil ich kein Schauspieler, weil ich keine Show abziehe. Ja, aber du musst ja... Weil ich ehrlich bin. Ja, aber du musst doch nicht vor... Authentisch. Aber du musst... Weil ich die Wahrheit sage. Aber du musst doch nicht... Doch. Nein. Doch. Ich gehe auch nicht zu dem Fremden hin und sag, er muss scheißen. Ich sag... So würde ich es nie sagen. Kaka. Jens, da sitzen zwei Leute am Essen und du sagst ihnen, ich habe Darmprobleme. Gut, dann sag ich, du musst groß beim nächsten Mal. Na, du dann müssen wir aber auch, nee, dann müssen wir aber auch grundsätzlich die Sprache untereinander in der Beziehung ändern, weil wir sind, wie wir sind, so du sind wir. Du musst doch aber nicht fremde Leute mit da reinziehen. Guck mal, wie viele das eh schon gesehen haben, dass ich da an dem Tag einfach scheiße Bauchweh hatte. Ja, aber wie sagt man es am besten? Gar nicht. Aber okay, jetzt sage ich euch ganz ehrlich, Schatz. Wenn deine Freundin, du merkst, die hat große Probleme, die fässt sich immer im Bauch, die hat Durchfall. Natürlich, ich sehe irgendwann nicht mehr, dass da Kameras dabei sind oder irgendwas. Ich sehe auch den hinten da, den etwas übergewichtigen Mann an der Palme stehen. Den nehme ich nicht mehr wahr, der da hinten steht und gerade rübergeiert. Ich nehme den nicht wahr. Der ist für mich Deko. Ich krieg das dann nicht mehr mit, sondern ich habe nur in dem Moment Augen für meine Frau, die schwer unter Schmerzen leidet einfach. Oh ja. Weißt du, was ich meine? Die einfach da steht und ich sehe, wie gequält die ist. Und ich denke mir dann im nächsten Moment, das ist dann so eine Kettenreaktion, denke ich mir, die ist mitgekommen wegen dir. Ja, aber meinst du, fremde Leute, die gerade am Essen sind, interessiert es, dass ich gerade Darmprobleme habe, weil ich mir irgendein Virus eingeholt habe? Aber Schatzi, du bist mir wichtiger als das, was die denken. Nein, der zieht nicht. Ich habe einmal recht. Ich habe das so nicht gesagt. Okay, spul zurück. Was interessiert uns die Frau da am Tisch? Weißt du, du hast Bauchschmerzen, du warst so gequält. Ja, wirklich. Und man sieht doch in der Situation einfach nur, wie liebevoll dieser Mann in Blau dir gegenüber ist. Ich erkenne es. Ich weiß, dass du es nicht böse meinst. Willst du hier aufs Klo? Geh aufs Klo, wenn du groß kacken musst. Okay. Geh schnell. Moment, Entschuldigung. Hältst du doch ganz gechillt, Leon? Die Frau hat... Schatz, weil es ist echt unangenehm. Es tut mir echt leid. Aber in dem Moment, man merkt es doch auch, habe ich gar nicht wahrgenommen, dass da jemand sitzt. Und was soll es denn? Schatz, mir ging es eh schon so scheiße. Ja. Wortwörtlich. Es ist, und da hinten, guck mal, die Deko da hinten, da stehen ja, sie wieder. Ja, und da stehen halt viele, auch die das mitgekriegt haben. Ey, Grüße gehen raus, das sind die Jungs, die dir Medizin gebracht haben. Ja. Sei froh, dass die es mitgekriegt haben. Ich hätte es wirklich, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, hätte ich es nicht laut genug schreien können. Ich hätte es noch lauter sagen können, dass die Leute dir vielleicht eine Medizin bringen, die es nur aus deren Herkunftsland gibt. Ja, sie hat so recht. Ist ja gut. Ihr müsst ja alle nicht mit mir zusammenleben, ne? Freunde, das ist ja das Schöne, oder? Ich muss wissen, wer der Babo ist. Habt ihr Abi, ist er da im Babo und Ferrari sitzt auf dem... Mann, das ist echt unangenehm. Geh doch jetzt. Klipp das mal. Ja, that's me. Das kann nicht sein, dass Helmut eins in den Chat-Trikot anhat. Das kann nicht sein. You wear my Trikot. Ey, wie geil war das, Chat? Sag ehrlich, wie krass war das? Wie krass war es, als wir ihn noch abends getroffen haben? Adam, wie geil war es, als wir ihn getroffen haben, schön im Megapark? Ich habe einen Nebenjob, heimlich. Baby. Pass auf, jetzt sagt Siggi gerade, der verkauft keine Ketten, ist Security. Aber Siggi don't know you sell cats. You sell Ketten, ja. No problem, we don't tell. Krass, und bis heute weiß keiner, wo er das Trikot hat. Er hat's von mir nicht? Hey, was laberst du? Ich bin Knossi. Das, was ich heute gefragt wurde vom Kollegen, war das Original? Ja, war Original Trikot. Es gibt ja keine Fälschung von meinem Merchandise-Trikot, verstehst du? Es gibt ja keine Fälschung. Sydney trifft Seelenverwandten am Flughafen. Chat, aber wichtig ist, dass du in solchen Situationen eine gute Ausrede hast. Wenn du in New York bist und 6 Stunden Zeitverschiebung hast, Jetlag. Wenn ich so streamen würde, Jetlag. Ey, das war... Ey, Bro, das war, weil ich da müde war wegen Jetlag und sowas. Das war abends. Geld mit Dealer habe ich noch nie kombiniert. Also mehr Geld von Lila geht nicht, Bruder Mike. Welche Comicfigur ist das? War Luigi? Nicht ganz, war Luigi. Mario! Ja! Schatz, sag ehrlich, habe ich es gut erkannt? Stimmt. Habe ich es gut erkannt? Krass. Es ist wirklich das Gleiche.
gleiche Gelb, das gleiche Lila. Schwitsch. Nee, ich kratz mich. Schade. Mensch, eine Friererin, sage ich euch ganz ehrlich. Eine Friererin und eine Fiederin. Original Vario. Komm her. Wie machen wir das nicht mit deinem Freund? Sag, ich höre dir zu. Weil du nicht bei ihm schläfst? Heute habe ich euch gesehen, seid ihr so rumgegangen. Wie Gangster. Wenn man sauer ist, dann sagt man sowas. Das ist ganz normal. Was ist, wenn jemand zu mir sagt, dicker Mann? Willst du später so groß und stark sein wie ich? Oh mein Gott, dieser Blick. Ja, das könnte das. Nein. Stellt ihr vor, Bubi wird zu mir sagen, nein. Oh nein. Ich kann wirklich nachvollziehen, wie er das sieht. Er hat 5 Kinder. Wie viele Kinder willst du mal haben, Schatz? Auch 5. Also noch 4. Du, weißt du, wie ich nach 5 Kindern ausschauen würde? Wie Hefe, wenn er aufgeht. Was mache ich dann? Hm? Wie, was machst du dann? Schatz, das ist ein Spaß, du weißt selber, 5 Kinder ist nicht ernst gemeint, gell? Also... Nein, weiß ich doch. Oder der hat mich angeguckt, als ob ich von einem anderen Planet komme. Nein. Pauli, guck mal, wie du aussiehst. Schneid dir den Arme, Digga. Nein, der Arme, Digga, was willst du seine Haare schneiden? Guck mal, dreh dich mal nach da vorne. So, guck mal bitte, wie lang die sind, die Haare. Probier. Und mal gucken gleich, wie ich geschnitten habe, okay? Ich schneide dir wie heftig. Ja. Bist du nicht wie ich? Er hat dich hochgenommen. Oh Mann, ey. Ich dachte, er will. Ja. Alltag in einer Seniorenresidenz. Heimlich gefilmt. 3 Bewohner für eine Befragung ausgewählt. Der erste ist Marcel Eres. Er leide unter Durchfall und da dauere es manchmal etwas lang, bis Hilfe käme. Kennen wir. Ey, welcher Filter ist das? Gibt's das bei Instagram? So Alt-Alt-Filter? Gibt's das? Was uns positiv auffällt, abends spielen die Senioren gemeinsam Gesellschaftsspiele, anstatt allein vor dem Fernseher zu sitzen. Live während unseres Drehs kommt es sogar zu einer kleinen Meinungsverschiedenheit. Du hast verloren gegen Roald und gegen mich. Du bist der All-Time-Verlierer heute. Ja, ist so. Was ist denn da? Was ist so dicke Höhle, Junge? Ja, Bruder, Breitberg, Bruder, da hätte auch ein blindes Horn, coole Huhn besser gespielt. Also. Was? So sitzt ihr dann immer mal da. Ey, meinst du echt, aber glaubst du auch... Marcel kann ich mir richtig gut vorstellen. Glaubt ihr, genau aber... So ey, kein Filter wird wirklich imitieren, wie wir später mal aussehen. Sagt ehrlich, Chat. Die Diagnose des Arztes, Herzinfarkt. 3Max sieht zum ersten Mal eine Katze. Mich geleckt? Ja, wenn du ihn deinen Finger hinhältst. Also, das macht er bei Leuten, die er mag. Okay. 3Max. Er mag es auch hier, hier unserem Kind. Danke, Julia, ist auch sehr flauschig, die Bahn. Julia! Ja. Oh, der hat eine Rauzunge, ja? Das ist klar. Ja, wegen der. Ach, der leckt das dann. Das ist cool eigentlich. Das ist nett. Damit zeigt er, dass er dich mag. Oh, das ist cool. Der hat super Fell. Flauschig. Was macht ihr mit dem? Waschst du den selber? Der leckt deine Hand ab, der macht dich. Ja, also ich muss sagen, ich muss große Props aussprechen für seine Wangen. Warum zeigt eine Kompassnadel nach Norden? Ja, ist free. Okay, warte. Warum zeigt eine Kompassnadel nach Norden? Hä, weißt du das nicht? Weil du es weißt. Ja, sag doch mal. Nee, ich weiß es nicht. Dann sag du es jetzt ich mal. Ich weiß auch nicht. Hey, ich muss jetzt meine Dummheit auch zugeben. Ich weiß es nicht. Nordpol ist magnetisch. Magnetfeld der Erde. Ah, oh, sehr gut. Das ist was mit Sonne, ne? Sonnenuntergang, Sonnenaufgang. Ja. Das zeigt an, wo die Sonne aufgeht oder untergeht. Warum zeigt eine Kompassnadel nach Norden, wo die Sonne aufgeht? Nein. Das hat was mit dem Magnet zu tun, mit der Erdkugel. Okay. Mit dem Erdkern. Okay, also seine Antwort, warum zeigt eine Kompassnadel nach Norden? Weil sie magnetisch vom Erdkern angezogen wird. Mäßig. Was würdest du sagen? Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, welcher 13-Jährige, der muss sich schon den ganzen Tag in der Schule das geben. Warum? Ich will doch hier kein Wissensmagazin. Ich will hier billiges, niveauloses Clips aneinander rein. Hugo! Das ist der Nordpol, der anzieht, aber ich... Ja, okay. Aber magnetisch war richtig, glaube ich. Was? Erster Mensch auf dem Mond. Das ist ja free. Weiß man. Erster Mensch auf dem Mond. Ihr schreibt nichts rein. Nichts rein. Du guckst aber nochmal geguckt, ob es irgendeiner geschrieben hat, gell? Ja, sag. Nils Armstrong. Oder warst du? Doch, ich denk's auch. Okay, gut. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie er heißt. Armstrong. Louis Armstrong. Doch, kann sein. Es war Neil Armstrong. Und? Ja, aber er hat gesagt Louis Armstrong. Wir haben's richtig, ne? Wir haben's richtig, ja? Louis Armstrong. Doch, kann sein. Es war Neil Armstrong. Louis Armstrong.
Du hast Angst, dass das nicht ein Radfahrer? Das ist dein Bruder. Nee. Flaggenraten mit Monte. Machen wir Flaggenraten. Also peinlicher als Trimax kann es ja nicht werden, weißt du? Brasilien. Doch da hat er sich getäuscht, es kann sehr wohl peinlicher werden. Let's go. Müsste Dänemark sein. No. Ah, glaube, das ist Schottland. No. Ach, Schwanz, Alter. Kroatien, jalla. Elfenbeinküste. Das ist ja wohl offensichtlich. Das ist natürlich Spanien. Tschechien, oder nicht? Uruguay müsste das sein. Nope. Thailand, ach, Digga. Was ist das denn für ein Mandala? Ich gehe mal mit Griechenland. Komm, wenn ich drauf will. Brasilien. Das ist Malta. Oh, guck mal da rechts. Wir können natürlich auch nicht drüber lachen, weil wir selber nicht wissen. Ja. Wir wissen selber nicht, ne? Das weiß man natürlich. Malta, eine Casino-Hochburg. Oh, da sehe ich mich drin. Hallo Jens, hier ist eins der Mädels, die dich ins Team eingeladen hat. Habt ihr auf Insta geschrieben, würde mich freuen, wenn du antwortest. Liebe Grüße und drück dich ganz fest. Nein, auch hier muss ich sagen, dass ich dir nicht antworten werde. Ich bin aktuell vergeben. Ach Schatz, als ob die das noch wissen, die waren so besoffen. Sorry. Was für Da muss ich aber ganz dick los. Das muss dann Korea sein. Ach, Japan, Korea ist doch die gleiche Ecke. Dick dran. Ist doch alles das Gleiche, oder? Ich sag Tunesien. No. Ägypten, ach, das ist doch alles die gleiche Ecke. Hatten wir Tschechien schon? Serbien, ja, ist ja auch die Ecke. Ich würde auch sagen, da irgendwo in Afrika-Bereich. Ungarn, ja, ist ja dicht. Klasse, wir hätten keine einzige gewusst. Doch, wir machen das aber auch mal, bitte. Wir hätten keine einzige gewusst, komm, ne? Lass uns das auch machen. Gewesen. Das müsste Irland sein. Gut, Irland war richtig. Ich glaube, Elfenbeinküste sieht ähnlich aus. Seht ihr? Hard auf Hard die gleichen Farben. 2 seconds later. Das ist jetzt, glaube ich, ist das nicht jetzt Elfenbeinküste? Ach, Indien. Ist es wirklich Alzheimer? Hä? Starting Marvin. Vom letzten Alice-Video nichts verstanden, Freunde, sondern gar nichts verstanden. Schatz, wunderbares Video, bitte einmal kommentieren, Meinung. Bist du auf magisch nicht gegangen? Nein. Wunderbar. Alge.